Herzlich willkommen zur Vorlesung Vektoranalysis und Funktionentheorie. Mein Name ist Peter Buschnik, ich bin vom Institut für Physik der Karl-Franzens-Universität Graz. In diesen Videos möchte ich Ihnen anhand meines Vorlesungsskriptums, das Sie sich von folgender Adresse runterladen können, physik.uni-graz.at/tildepep. Und dann Vektor underline s Sommersemester 19.html. Hier können Sie sich dieses Skriptum runterladen. Behandeln möchte ich in diesem Skriptum die vier großen Kapitel, nämlich im Kapitel 1 geht es um die Definition, was sind eigentlich Vektoren, worin unterscheiden sich Vektoren von Skalaren und von Tensoren höherer Stufe. Nach diesem einführenden Kapitel beschäftigen wir uns dann im Kapitel 2 mit den Integralsätzen. Hier zu nennen ist der gaußsche Integralsatz und wichtig auch der Satz von Stokes, aus dem wir dann auch zum Beispiel den Satz von Green in der Ebene ableiten können. Kapitel 3 beschäftigt sich dann mit krummlinigen Koordinatensystemen, also speziell mit Kugelkoordinaten, Zylinderkoordinaten und wie sehen die Differentialoperatoren wie der Gradient, die Divergenz, die Rotation oder der Laplace-Operator in diesen krummlinigen Koordinatensystemen aus. Und im letzten Kapitel 4 geht es dann um komplexe Funktionentheorie, sogenannte analytische Funktionen, komplexe Integration und insbesondere wird der Integralsatz von Cauchy und der Residuensatz behandelt. Begleitend zu dieser Vorlesung gibt es natürlich auch Übungen. Sie können sich zum Beispiel die Übungsaufgaben aus dem Sommersemester 2019 hier auch abrufbar unter dieser Adresse hier anschauen. Hier gibt es jeweils Übungsblätter zum aktuellen Vorlesungsstoff zusammen mit Musterlösungen. Gut.